Oh, hallo. Jetzt geht's wieder los. Die Wandersaison hat begonnen. Wir sind heute auf dem Weg auf Stuhleck, einer unserer P51-Gipfel. Mal schauen, was uns heute erwartet. Rein der Vorbereitung nach ist es eher eine technisch einfache Wanderung, gemütlich. Dann schauen wir mal, ob es da wirklich so ist, weil der Tag hat schon alles andere als gemütlich angefangen. Mit einer Stunde Verspätung weggekommen, weil mein Auto auf der Autobahn einen Fehler angezeigt hat. Dann musste man umdrehen, heimfahren, Auto tauschen. Jetzt sind wir mit Regina im Auto unterwegs. Regina, magst du auch noch was sagen? Hallo. Sind wir gespannt, wie es wird. Die Sonne scheint auf jeden Fall. Genau. Warte mal, ich muss ein bisschen... So, jetzt ist es besser. Okay. Jetzt können wir laufen, ja? Jetzt sag nochmal. Ja, die Sonne scheint. Ein paar Wolken am Himmel, aber angeblich gibt es keinen Regen. Also schauen wir mal, wie es wird. Genau. Hütten haben, glaube ich, alle noch zu, deswegen haben wir genug Verpflegung dabei. Also verhungern tun wir nicht da. Jetzt hoffen wir, dass wir einfach sehr viel Spaß haben. Die Herausforderung für mich sind die ganzen Kühe hier am Wegesrand. Der Wahnsinn. Für jemanden, der Respekt hat, vor allem was größer ist als man selber, ist es echt nicht einfach. Und jetzt kommen gerade Kuh und Baby vorbei. Schauen wir mal. Ja, bisher waren wir immer auf schönen Feldweg unterwegs, wirklich super toll breit. Aber so langsam wird es ein bisschen enger, der Weg. Das Schöne ist, es ist immer entlang an einem ganz tollen Bach, zeige ich euch dann. Also man sieht zwar nicht viel, weil man im Wald ist, aber landschaftlich durch den Bach und durch die fast auenartige Landschaft voll super. Die Kirche über die Brücke? Ja, fast wie vor der Kirche. So, jetzt sind wir auf den letzten Metern zum Gipfel. Die Mari ist schon oben, wenn wir sehen können. Freut sich, dass sie es geschafft hat. Und jetzt schaue ich gleich zu ihr. Das war stellenweise. Herausfordernd ausgedacht.
wir sind, teilweise dann die Kühe. Ich gehe jetzt ein Stück durch den Wald, aber nicht lang. Das schaut ziemlich schön